Ey, Schiss. Es geht ab. Was der Kack überhaupt läuft hier. Einfach mal schnell mal die Nase schneuzen. So, Abfahrt, rinnenden Lachs oder so. Taco. Well. So, wenn wir noch Bild kriegen, dann wäre alles super, ne? Da ist er. So, lass uns erstmal das Video angucken. Ich hab's noch nicht gesehen, weil ich habe alles nur weggeklickt, nur um zu gucken, ob das Spiel überhaupt startet, weil ich so viele Probleme gelesen habe. In dem Sinne schalte ich mich jetzt erstmal mein hässliches Gesicht weg und dann gucken wir uns das Video an. Bis gleich. Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an. Ein Lichtschwert. Ich war allein, Anders, ziemlich lange. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Was das? Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Ja, so, wir starten direkt rein, ich hab richtig Bock. 18 Uhr gibt's Essen, dann bin ich für circa eine Stunde weg. Und dann machen wir weiter. Behaupte ich jetzt mal so leichtsinnig, wie ich bin. In dem Sinne, schnell rein und Abfahrt, ne? Paradefenster. Wir spielen natürlich als Jedi-Ritter, weil, können wir vielleicht? Mhm. Ja, ich will einfach das volle Programm. Tipps für die Navigation? Nee, überspringen? Nee, wir wollen ja nicht durchhurten. Wir wollen ja schon... Hallo? Flugzeug.
gefangen. Holzköppe. Da geht's aber tief runter in irgendein dunkles Loch. Der Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit zu ihm. Ich hab die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Boy. Und wo ist die Übergabe? Docs, solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher, aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisition. Wir müssen mal noch eben hier V-Sync anschalten. Mir zerreißt es nämlich immer das Bild. Wo V-Sync, Junge? Gar nicht. Was ist das für ein Kack? Ah, doch, da. Den AMD Fidelity Müll habe ich mal ausgeschaltet, weil damit scheint es viel Probleme zu geben. Die Toren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Junge, sieht es gut aus, Alter. Dann kann ich stehen bleiben, bis die aggressiv werden. Das hit mich der Senator, Junge. Wir ratten in einem Labyrinth, das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ihr werdet alle sterben. Ich
sind Bürger, so können sie uns nicht behandeln. Ja? Sag mehr. Hallo, ich will mich da einmischen. Lassen Sie mich gehen, ich flehe Sie an. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier eine Szene machst. Junge, pass auf, Alter. Ich habe eine Familie, einen kleinen Jungen. Je mehr du redest, desto länger wird es dauern, bis du sie wiedersehen. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Guten Tag. Ich bin Senator Darosavia. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schnauze, Gefangener. Das sind die Eckpfeiler des Imperiums. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen unsere Heimat bedrohen? Macht mir irgendwie Spaß, die anzurempeln. Ich will den da erwischen. Heutzutage zeigt er sich kaum von der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Hola, Droid-Tuk-Tak. Den haben Sie unseren Treuepunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nun dafür, dass alles einwandfrei ist. Und schon geht's weiter. Wir fahren mit der Plattform da hoch. Achtung! Die Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sajan ab sofort eine Ausgangssperre. Los! Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Ich gehe mich mal da hinten umgucken. Nein, gehe ich nicht? Okay. Komm hierher, Jedi. Mach euch alle tot. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Herbert, Moinsen. Lebensbringer. Ich glaube, da geht was nicht. Noch, oder nicht? Ich gleich mal gucken, wenn wir hier Videosequenz durch haben. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Mein Laserschwert. Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen. Das hier, so dass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Alles top. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid.
Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Aha. Dir wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Wer jetzt? Kämpfen. Bei mir ist alles gut, auf jeden Fall. Warten Sie kurz, ich gebe Ihnen mal die Punkte zurück. Dann müssen wir mal testen, warum das nicht funktioniert. Ui. Aber warte mal, guck mal hier, da ist was kaputt. Token abgelaufen. Wie, du kommst rein. Ach so, ja, na, immer. Fehler beim Abruf deiner Kanalpunkte-Belohnungen. Junge. Was soll der Scheiß? Mit Twitch verbinden. Token ist abgelaufen. Token entfernen. Mit Twitch verbinden. Wie, kein Account gefunden. Ein Augenblick. You can return. Fertig. Yes. Fehler beim Verbinden. Ach, halt dein Maul. Entschuldigung. Sowas nervt mich ja wieder hier. Häusendreck. Ah, jetzt? Jetzt aber. Wen wolltest du haben? Mario Tesla? Warten Sie. Warten Sie kurz. Wo ist er dann? Da. Nee, wenn ich so eine geile Tesla-Spule hätte, Junge, dann würde ich das als Main-Content auf Twitch machen, glaube ich. Irgendwann baue ich mir mal eine Tesla-Spule. Wenn ich alt bin und Rentner und so. So, jetzt aber hier, LT für Magnet. Senator, kommen Sie raus, dann reden wir. Tötet den Anführer! Ja, sonst kann andere abknallen lassen. Okay. Ist doch jemand. Er ist in LB jetzt schon wieder. Endlich vor!
geil. Ich hab schon wieder richtig Bock, Alter. Ja, Arm ab. Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Und jetzt? Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Wir klettern wieder hier 300 Kilometer entlang. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Das ist wohl hardware-technisch eh sehr hungrig, das Spiel, habe ich gelesen. Ich bin froh, dass ich bisher noch von Problemen verschont blieb. Deine Yacht ist weg. Nicht zu sehen. Digga, mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Oder er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. Docks müsste mittlerweile ein ganzes Platoon sein. Vielleicht war das eine koordinierte Attacke. Ja. Was war das? Wir müssen weg, BD. Leichter! Aufschalten! Räume! Schnapp ihn euch! Eieiei. Wir wollten doch zur Yacht. Ich will erstmal die Kiste hier aufmachen. Hallo. RS. Mal gefunden, Poncho? Ah, ein Klingenemitter. Geduld. Ist gut, es fühlt sich an wie der erste Teil, nur. Das ist nicht zufällig eine Lösung, oder? Piep, piep. Okay, noch können wir es nicht aufmachen, das heißt, wir müssen hier später nochmal. Guck mal, so ein R2-D2-Unterteil. Da können wir. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Ist das sicher hier oben? Hast du etwa vor, einen direkten Befehl zu missachten? Ist euch. Egal welche Informationen der Senator hat, ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Ich aber auch. Die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Bitte lieb. Wir wollen natürlich auch alles looten, ne? Also, mal ein bisschen vorsichtig rumgucken hier. So. Da schwebt sie rum, die Yacht. Hoppala. Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht. Vorwärts! Los, los, los! Dort können wir uns ausruhen. Kumpel, hier rüber! Kumpel, hier rüber. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. Oh. Die sind schon mal nicht ganz scheiße, ne? Also nicht wieder alle Fähigkeiten neu lernen. Mal da, Schaltergeduld. Weil wir waren im ersten Teil halt auch kein ausgebildeter Jedi. Darf man natürlich immer nicht vergessen, ne? So, hier können wir uns ausruhen. Warum sollen wir uns hier ausruhen schon? Mach mal. Meditation. Meditationspunkt entdeckt. Die Interaktion mit einem Meditationspunkt speichert das Spiel, ermöglicht in Zukunft mehrere andere Spieloptionen. Wenn du dich ausruhst, regenerierst du Gesundheit und Macht und alle Gegner respawnen. Das ist ja gemein. Setze deine Fähigkeitenpunkte ein, um ausfallender Schlag zu lernen. Welches aber ich möchte. Aha. Okay. Schwert. Ah, das ist ausfallender Schlag, den sollen wir jetzt lernen. Okay.
Abums. Ah, Stoßangriff. Easy. Okay, kann ich jetzt auch mein Lichtschwert hier schon manipulieren? Ich habe doch lustige Teile gefunden. Nö. Okay, wir müssen dann da hoch. Da muss man halt auch echt gut abpassen mit diesem Stoßangriff. Lager von Obdachlosen, aber das ist nicht. Okay, gibt es hier unten noch irgendwas Cooles? Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Prioritklumpen. Ja, wunderschön. Da können wir aber nicht hoch. Lidl, 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 Lidl. Und sonst, wie geht's dir, Herbert? Alles fit? Ah ja. Warum konnte ich da jetzt nicht LT? Wer ist LT schon wieder? Ah, warum? Holo-Karte freigeschaltet. Zeigt aktuelle Position und Hauptziel. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in den Barrierefreiheit-Einstellungen ändern. Legenden und Sammelobjekte. Karte. Das ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. I feel it. Da komplett außen rum. Macht es, macht es. Kann ich voll verstehen, weil man will sich ja nicht zu sehr spoilern. Oh. Ich habe gehört, die machen sie auf Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudellauf? Was hat er gemacht? Uff, alle kaputt. Easy. Oh. Da können wir noch nicht oder nicht drüber springen. I think. Ja, das ist immer so ein Thema, ne? Entschuldigung. Aber da muss man ja. Ich sehe sie. Aufrüsten kostet Geld und dann muss es lohnen und immer schwierig. Drücke Pfeil nach rechts, um Lichtschwert Kampfstil zu wechseln. Hab ihn gefunden. Ich verfolge ihn. Jo, Alter. Also
Solange Elite gut läuft, ist doch alles super. Krass, aber da kann man wechseln zwischen. Okay, okay. Nur noch rausfinden, wann sich Einzelkampf und Doppelkampf besser halten. Das ist geil. Da ist er. Er schießt ihn. Ah, Schnellfeuer abgewehrt. Wie geil ist das denn wieder? Oh, verkackt. Ah, da hat noch eine Platte dran gehangen. Ja, dafür gibt es Ausrufezeichen RIP oder sowas. Alles klar bei dir, BD? Ich nach unten sehen. Hast du den ersten Teil gezockt? Hab dich, Verräter. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Okay, wir haben also eine Crew. Auch schon mit Rucklern. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nicht dafür noch nichts gelesen dazu, wie gut oder schlecht es auf. Dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha. Wo ist die Crew? Neuen Konsolen läuft. Wir treffen sie dort. Oh. Und Bravo will Funkstelle. Funkstelle? Bravo kennt sich aus. Funkstelle. Wo sind wir jetzt? Ah, hier an unserem... Okay. Nice. Okay, die coolen Abkürzungen gibt es immer noch wie im ersten Teil. Sehr schön. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Wirf mir einen Stim her, Kumpel. Wirf mir einen Stim her, Kumpel. Einfach ihm hinterher. Ach, hier sind wir hergekommen. Das ist ja dumm. Coop und Liz haben sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Lülülülü. Wie kriegen wir dich da? Sorry. Ja, was gucken. Und was trinken hier. Ganz wichtig. Also, das hat nicht geklappt. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Versuch's jetzt.
Das ist ja einfach. Dieses Jetpack ist praktisch. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Die suchen nach uns. Besser nach uns als der Yacht, oder? Okay, da kommen wir nicht hoch, weil Wasser. Ja, und jetzt? Hab was gefunden. Ich kriege die Hälfte, oder? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Ich verstehe nicht. Kann man hier klettern ja nur? Ich bin schon lost, Alter. 5 Minuten im Spiel, weißt du? Ich könnte natürlich jetzt hier an der Wand entlang rennen, so. Ah, ist keine Wand zum Rennen. Dumm. Ja, wie komme ich dann da höher? Schon ein Jetpack. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Rosshandlackierung für BD1-Material. Ich will den armen Roboter doch nicht hässlich lackieren. Eimerköpfe unter uns. Können sie nicht umgehen. Daneben mitten durch. Bereit, wenn du es bist. Sie wollen zu uns. Wir gefunden. Oh. Oh. Leute, sucht ihr nach uns? Schalten wir sie auf. Erfasst uns nicht. Dafür wirst du bezahlen. Wir haben keine schweren Schuhe. Lass nicht zu, dass du mich eliminierst. Volltreffer. Gut gemacht. Du auch? Nee, so gut war das nicht. Können wir den Aufzug holen? Bin dabei. Ich hab verkackt bei dem Dicken da schon. Ich hätte ich den irgendwie abblocken können, aber das ist überraschend. Klar, auf dein Signal. Guten Tag. Jetzt.
Zentral kämpfen. Okay, du kannst kämpfen. Ja, du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppenaktion. Die Yacht ist gleich da drüben. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Neuer Pausepunkt, guck mal an. Örtliches Verzeichnis. Hier schnell rumgucken, ob es irgendwas gibt. Aus unserem Speicherpunkt. Nö. Wir können direkt aber in unseren Inventar gucken. Kreuden. Keine verfügbaren Punkte. Kampfstile. Ah, okay, die Doppelklinge ist schneller. Und hat mehr Verteidigung. Hup, hup. Aber weniger Stärke. Und weniger... Einmal respawnen, die Gegner. So, jetzt müssen wir mal kurz hier. Fertig? Bin hier glotzt. Suchen wir die Crew. Korosan. 31% schon. Junge. Ja, das habe ich gesucht. So. Ah, okay, da macht er nur die Karte auf. Okay. Triff die bei der Crew. Unentdeckt, 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 Inventar. Da haben wir zweimal dieses Prioritklumpen. Anpassung. Wie soll ich da jetzt? Rechts umwechseln? Gar nicht. Okay, muss man erst freischalten alles. Alles klar. Überleben da. Ach so, das ist auch nur unser Klamotte, Aussehen, Optik. Okay. Ah, Überlebende, alles klar. Rebellen. Nee, Held von Rebellion her. Hallo, ich möchte doch Farbe ändern. Ah, da. Gurke. Einsiedler. Sieht nicht so cool aus. Ah ja. Überlebender. So. Fähigkeiten. Was war das Ding da, ne? Ah, das sind die wir aktuell haben. Eieiei. So. 18 Uhr bin ich eh erstmal essen. Mal gucken, was hier los ist. Ah,
okay. BD1 hat einen Stim-Behälter. Wir haben hier unsere Fähigkeit. Ah. Lichtschwertwurf LB und Y. Mhm. Betäubungsanzeige X und Y. Ah ja. Okay. Mhm. Ausfallender Schlag war der Stoß nach vorne, ne? Ja, den wir vorhin freigeschaltet haben. LBY ist immer Lichtschwertwurf. Okay. Fokusangriff. Ah, das war der. Das ist ziemlich geil. Erkunden. Holokarte. Wandlaufen. Jedi-Salto beim Doppelsprung. Motorisierte Seilrutsche ist klar. Gefährtenunterstützung ist sagen, wo wir hinwollen mit RB. Schwimmen X und A. Okay, so weit waren wir noch gar nicht. Kampfstile, so weit waren wir schon. Datenbank. Uch. Über Korrosand. Verlassenes Nachtlager, das war das Obdachlosen-Ding. Ach ja, hier waren die Tipps, wie man die Gegner, ne? Besiegen konnte. Oben gefährlich. Kann blocken, parieren, spezielle Drehtechniken einsetzen. Höhere Ausdauer als ihre Untergebenen. Ah, oh, sorry. Die Turmstrubbler. Ein Lichtschwert wirft Schüsse zurück. Können in großer Zahl sehr effizient sein. Befehligt die Turmstrubbler und kann mit Granaten werfen. ATST. Oh, die Sicherheitsdrüsen haben wir gesehen. Schwer, durchschaubar, unauf und anfällig für Paraden. Veraltetes System, das von aktualisierten Droiden leicht gehackt werden kann. Flammentruppler. Oh mein Gott. Haben wir die alle schon gesehen? Ich wollte gerade sagen, ne? Elite-Söldner-Typ. Heieieiei. Das ist aber... Oh. Was ist denn da los? Warum wäre ich jetzt so müde, Leute? Was habt ihr getan? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Heute ist es schon gefährlich, nur draußen zu sein. Ui. Apropos Ärger, wir sollten der Patrouille ausweichen. In Ordnung. Die Patrouille. Kennen Sie. Das ist Nudeln. Gegner in der Nähe. Da ist ein Eindringling. Ich halte den Rücken frei. Brauche mehr Zeit. Greifen wir an. Yes. Hey, wieso kann ich nicht... Junge, pack doch sein Schwert aus. Das Feuer ist nicht so leicht, wie es aussieht, Kerl. Jetzt bin ich dran. Ich hasse Suchtdroiden. Geht mir genauso. Was hat er denn jetzt gemacht hier? Als ich in der Animation aufgehängt, konnte ich auf einmal nicht mehr kämpfen. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Sind bereit, wenn du willst. Schalten wir sie aus! Fernung halten! Kumpel, Hilfe! Kumpel, Hilfe! Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? Wir haben keine Stims mehr, aber sehr gut gemacht. Okay, wir müssen hier so. Nein, kann irgendeinen Notfall auf Ebene 2034 geben. Geiler Notfall. Sie sagen, es könnten Terroristen gewesen sein. Denkst du, ist es eine koordinierte Attacke? Schwer zu sagen. Oh, du bist! Wo
Danke. Heile dich, ich hab nichts zum Heilen, Junge. Ich will noch mehr Action. Wer ist der Nächste? Ich will noch mehr Action. Du solltest dich einfach ergeben. Tschüss. Mehr von denen. Hat Kelt keinen Bock mehr. Ist vorübergehend betäubt, verwundbar. Tot. Todzimmer. Er war's. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du alle seitdem Erfahrungspunkte RP. Und Schaden besiegt Dings. Ah, den müssen wir töten, um Sporn. Finde deinen Feind. Nee, wir finden nicht unseren Feind. Wir machen jetzt kurz aus. Und dann sind wir in einer Stunde wieder da, weil Essen und so. In dem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid auch so um 19 Uhr wieder da. Wenn wir weiter zocken. In dem Sinne, schon mal einen schönen Freitag und ich hoffe, bis nachher gleich später. Schüsseldorf.